Wir möchten ihn ganz besonders herzlich begrüßen zu dem besonderen Abend. Wir, das ist der Verein Salzgemachts für Flies. Wir sind immer dazu da, dass wir immer irgendwas veranstalten oder basteln oder tun für gute Zwecke. Es gibt es ungefähr seit 5 Jahren. Das größte Projekt, das wir unterstützt haben, war die Renovierung von der Barbara-Kirche, wo wir 20.000 Euro gespendet haben. Und alle weiteren Kleinen, das ja, bleibt immer ein bisschen bei uns, wo wir noch irgendwas geben. Heinz unterstützt wir das Christkindl, und zwar das Christkindl für die Volksschulen für Flies. Es sind heute ganz viele Nicht-Fliesser da, und vielleicht wissen nicht alle, dass wir 6 Volksschulen in Flies haben. Es gibt Biller, es gibt Niedergalmig, Hochgalmig, Urden und natürlich Flies. Und Achwalz, Entschuldigung. Ich muss jetzt sagen, ich habe es schon aufgeschrieben, aber in meinem Kopf ist es so, aber mich blendet da so, dass ich ein bisschen durcheinander komme. Entschuldigung, Eichholz natürlich auch. Ja, wir unterstützen das Christkindl und geben dort eben die Spende zur Volksschule, damit das Christkindl nachher wirklich Spiele oder Bücher oder solche Sachen der Schulen nachher geben kann. Ich möchte ein ganz großes Danke sagen. Danke an alle Helfer, für dass wir das alles veranstaltet haben. Danke an unseren Filmer, der uns so eine tolle Vorankündigung im Tirol TV gemacht hat. Danke an Markus für. In Windeseile nochmal Stühle hier. Danke an Blumenschlatter, an Getränke Wille. Natürlich an alle Besucher, weil wenn die Besucherin da waren, konnte mir keine Spende übergeben. Und natürlich an die Gruppe Humus. In der Pause. In der Pause haben wir natürlich ein paar Getränke hergerichtet, wo das ganze Projekt noch einmal unterstützt. Wir haben also einen kleinen Tisch draußen, wo wir noch also ein paar Bastelsachen haben, wo alles nur für freiwillige Spenden eingenommen wird. Ja, ich kann Ihnen jetzt leih einen schönen, besinnlichen, aber Sie haben mir zugeflüstert, dass es ein wahnsinnig humorvoller Abend wird, also lassen wir uns überraschen. Viel Spaß und gute Unterhaltung.